Bei der von einer politischen Krise überschatteten Kommunalwahl in Georgien im Südkaukasus hat die Regierungspartei Georgischer Traum nach offiziellen Angaben gewonnen. Sie erzielte nach Auszählung fast aller Stimmzettel 46,6%, so die Wahlkommission am Sonntag. Die größte Oppositionspartei, Vereinigte Nationale Bewegung des festgenommenen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili, kam demnach auf 30,7%. Bei vielen Bürgermeisterwahlen ist eine Stichwahl notwendig, zum Beispiel in Tiflis. Kein Kandidat kam auf die nötige absolute Mehrheit. Die Wahlen am Samstag wurden überschattet von der Rückkehr aus dem Exil und der Festnahme des ehemaligen Präsidenten Michail Saakaschwili. Er war 2018 in Abwesenheit wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden. Laut Innenministerium wird gegen ihn wegen illegalen Grenzübertritts ermittelt. Der georgische Regierungschef Irakli Garibaschwili sagte am Sonntag, Saakaschwili werde seine volle Haftstrafe von 6 Jahren verbüßen. Seit der Parlamentswahl vom Herbst vergangenen Jahres ist die Lage angespannt. Die größte Oppositionspartei beklagte nach dem Sieg der Regierungspartei Fälschungen und boykottiert seither das Parlament. Ein vom Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel vermitteltes Abkommen zwischen den wichtigsten politischen Gruppen wurde annulliert.